Ich habe hier die Desiree und die Tanna von Wer wie was, die gerade einen Vortrag über Storytelling gehalten haben. Mädels, Damen, Ladies, was ist eure Lieblingsgeschichte oder wer oder was ist euer Lieblingsheld? Heldin. Okay, das ist Klischee, aber Harry Potter wahrscheinlich, müsste ich sagen. Also es sind einfach großartige Geschichten, 7 Bücher, die ich alle mindestens 10-mal gelesen habe, weil es einfach großartiges Geschichten erzählen und Storytelling ist. Ich bin da mehr so Disney-lastig. Ich bin natürlich bei der Cinderella zu Hause. Ja? Also die blonde Prinzessin, das ist so genau mein Ding. Also ich finde emotionale Stories, so Geschichten, dass sich das Aschenputtel zur Prinzessin entwickelt, das finde ich extrem romantisch. Und eigentlich kann ich sagen, dass alles, was sich so rund um Disney dreht, auch was sich so um Pixar-Geschichten dreht, wie zum Beispiel eben Toy Story, oder Ice Age, das sind eigentlich sowas, wo ich sage, okay, das sind Stories, die mich wirklich bewegen. Ja? Immer noch Kind geblieben auf diesem Punkt. Ja. Cinderella, super. Harry Potter und Cinderella. Und was sind so, also ich meine, ihr arbeitet tagtäglich mit Stories, mit Unternehmen. Was sind die größten Challenges für euch persönlich, wo ihr sagt, okay, boah, da stehe ich jetzt an, ich habe jetzt gar keine Idee, oder fällt euch immer ad hoc irgendwas ein, wo ihr sagt, okay, dieser Kunde, die Story? Also ich glaube, viel kommt aus der Erfahrung, aber gerade wenn man neuen Kunden aus einem ganz neuen Bereich hat, ist es immer schwierig. Ich glaube, das Schwierigste ist, das Thema abzuholen und die richtigen Fragen zu stellen. Darauf kommt es eigentlich an, zu wissen, welche Fragen man stellen muss, damit die richtigen Geschichten danach entstehen können. Ja. Also wer wie was? Wer wie was, richtig. Genau. Bei mir ist es ein bisschen anders. Meine große Challenge eigentlich immer die, tatsächlich immer sich wieder zu fokussieren auf die eine Sache. Ja? Sich nicht ablenken zu lassen von diesen ganzen Nebengeräuschen, von dieser Masse an Channels, die auf einen einprasseln, wo man so ein bisschen einen Stress entwickelt, so, wow, okay, fuck, ich muss jetzt irgendwas auf Facebook posten und wow, ja? Sondern, dass man wirklich konsistent bleibt, dass man sich fokussiert auf die tatsächlichen Brand-Values, sich fragt, okay, warum sollte das jetzt jemanden interessieren? Ich glaube, dass das wirklich nicht nur für mich, sondern auch für viele andere im Marketing einfach der Grund ist, warum man eigentlich immer zuerst überlegt, okay, macht das Ad jetzt Sinn? Ist jetzt oder nicht? Wo gerade, wo befindet sich mein Kunde gerade auf der Customer Journey? Wo genau surft er gerade? Warum interessiert er sich überhaupt gerade für mich? Und ein bisschen ein Kundenverständnis auch an den Tag zu legen. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe eines Marketers generell. Und für mich ist es eben im Speziellen, wirklich konsistent zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen. Ich bin auch jemand, der gerne dann sagt, ich würde jetzt gerne was Neues machen und so. Ja, aber dann wirklich sich wieder zurück zu fokussieren und sagen, nein, du hast eine Geschichte und mach jetzt einen Teil der Geschichte weiter. Ja, das ist schon eine Herausforderung für mich. Ja. Okay. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mag jetzt ein Erklärvideo und das Erklärvideo soll 10 Sekunden sein mit der kompletten Heldenstory, wie würdest du das auf? Ich meine, wir haben ja beim letzten Talk, war das ja so, dass wir nur 8 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne haben. Wie würdest du das aufspannen? Also würdest du mit dem Problem anfangen? Wie würdest du bei der Heldenstory quasi anfangen? 8 Sekunden oder 10 Sekunden? Ich gebe dir 10 Sekunden. Das ist Max. Max macht das. Sei wie Max. Im Prinzip funktioniert es nach genau diesem Facebook-Prinzip. Da gab es ja extrem lang diese Memes. Mhm. Genauso funktioniert es im Grunde genommen. Du führst ganz schnell einen Charakter ein, der perfekt zur Zielgruppe passt. Das kann sein über visuelle Merkmale, wie der ausschaut, die Figur. Oder vielleicht über den Namen oder seinen Beruf, dass man sagt, Max ist Außendienstangestellter, ganz schnell skizzieren, wie der ist, damit die Zielgruppe sich mit dem irgendwie identifiziert. Dann sagen, dieses Produkt hat Max übrigens geholfen, dieses Problem, das ihr alle habt und das auch Max hat, zu überwinden. Check it out. Das im Prinzip sind 10 Sekunden. Aber 10 Sekunden sind ziemlich kurz. Also die 10 Sekunden würde ich nehmen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, damit die Zielgruppe versteht, das ist mein Thema, da bleibe ich dabei, weil die verstehen mich und die haben offenbar eine Lösung. Das ist wichtig, in den 10 Sekunden rüberzubringen. Und dann kann man sich ruhig Zeit nehmen, noch eine Minute über die eigentliche Lösung oder über das eigene Produkt zu reden. Und wer ist euer Anti-Held, der ultimative Anti-Held? Lord Voldemort. Also Harry, ich bin wirklich schlecht. Desi. Oh, Anti-Helden-Story. da würde ich auf Deadpool gehen. Ne? Der Deadpool, ja. Deadpool, ja, das ist ein Film, der wirklich, ich sag mal, auch ein bisschen so Spider-Man echt durch den Dreck zieht, ja, und eigentlich ein Held ist, aber kein Held ist.
und sich eben mit dieser Weirdness beschäftigt. Und das ist mein absoluter Anti-Held. Ja. Also ich war eigentlich ziemlich aggro, wie ich aus diesem Film rausgekommen bin, weil ich mir dachte, was für ein Mist. Ja. Und am Ende ist es aber so, dass eigentlich der auch dir eine Geschichte erzählt, die eigentlich ganz anders ist als alle anderen. Und deswegen finde ich, dass Deadpool der perfekte Anti-Held ist. Mit 2 O, oder? Deadpool, ja, mit 2 O. Und nur noch 3 Worte, die Desiree beschreiben und 3 Worte, die Tama beschreiben. Oh wow. Sprudelnd, ehrgeizig, durchdacht. Oh wow. Ja. Strukturiert, emotional, liebenswert. Super. Vielen Dank, es ist wirklich alles.